Um Mitternacht ist Oamero wie eine Geisterstadt. Nur wir spucken noch durch die Straßen. In diesem Haus hat Michael O'Brien seine Buchbinderwerkstatt. Aber zu dieser Geschichte kommen wir später. Am nächsten Morgen erkennen wir, dass wir nicht die einzigen waren, die durch die Stadt spukten. Der Künstler, der sich hier verewigt hat, hat schon besonderen Humor. Ja, und jetzt kommt Petra zu dieser Geschichte mit Michael O'Brien. Die Geschichte beginnt noch zu Hause vor unserer Abreise. Wir gehen in einen Bildervortrag über Neuseeland von Dirk Bleier. In Oamaru sehen wir eine alte Buchbinderei. Das interessiert uns natürlich und wir gehen rein. Ich komme mit der netten Dame ins Gespräch und erzähle ihr, dass wir aus Deutschland sind. Sofort zeigt sie mir den Bilderband von Dirk Bleier und fragt, ob wir ihn kennen. Eines der Bilder zeigt einen Schotten in Tracht vor einem Oldtimer. Natürlich können wir uns an dieses Bild erinnern, denn wir haben es auf dem Vortrag in Regensburg auch gesehen. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem strammen Schotten in Tracht um den Buchbinder selbst. So klein ist die Welt. Nachher schleppt mich dann Petra noch in den Public Garden. Es soll einer der schönsten Gärten in ganz Neuseeland sein. Der Garten ist nach bestimmten Themen angelegt und mir gefällt er sehr gut. Mir jetzt auch. Vor der Abfahrt noch ein kurzer Blick auf Oamaru. Zur Sulu-Hütte sind es gerade mal 18.600 Kilometer. So weit fahren wir aber heute nicht mehr. Wir fahren nur zu den Moraki-Boulders.